Freunde, lasst uns ein Spiel spielen. Und zwar Ultima Ascension, es geht wieder weiter. In der letzten Folge habe ich leider den Vogel abgeschossen mit diesem Fahrstuhl, was mir erst im Nachhinein gedämmert ist. Denn wir hatten ja in der letzten Folge diesen defekten Fahrstuhl gesehen. Und weiter oben war dieses Zahnrad, das gefehlt hat für diesen Mechanismus, was einen Fahrstuhl antreibt. Irgendwie habe ich es in der letzten Folge nicht in Zusammenhang gebracht. Im Anschluss an der Folge, als ich dann fertig war mit dem Aufnehmen, dachte ich mir noch, ach Kryo, du bist da so ein Idiot. Das war doch hier der Fahrstuhl, der konnte nicht gehen, weil ja oben dieses Zahnrad gefehlt hat, was wir jetzt übrigens dabei haben. Ich schaue gerade nochmal. So, da haben wir hier jede Menge Brustkörbe. Ich glaube, ich schmeiße sie jetzt einfach mal hier auf den Boden, wenn wir schon dabei sind. So, zack und zack. Und dann müsste auch irgendwo in irgendeiner Tasche das Zahnrad liegen. Zahnrad für Aufzug, da ist es auch schon. Und da liegt auch noch ein Brustkorb dabei. Ich glaube, den brauchen wir nicht. Boah, mittlerweile sind es echt viele Brustkörbe. Ich hoffe übrigens, dass die Einstellungen hier soundtechnisch korrekt sind. Denn irgendwie habe ich mir gestern beim Aufräumen meines PCs die INI-File von Ultima Ascension zerschossen. Ich musste das wieder neu einstellen heute. Aber okay, scheint funktioniert zu haben. Ich habe mal eine Testaufnahme gemacht. Sah ganz gut aus. Und da sind auch noch jede Menge Brustkörbe, ey. Ich hoffe nicht, dass die alle wieder neu kommen. Die Skelette, nicht die Brustkörbe. Ja, die wahrscheinlich auch. So, aber das war's jetzt. Okay, die können wir wegklicken. Dann würde ich fast vorschlagen, ich ziehe mal mein Schwert. Gringolett. Das Schwert mit dem wunderschönen Namen. Und wir gehen zurück. Oh, oh. Oh, oh, oh. Ganz viele. Habe ich gesehen eben gerade. Die sehen so klein aus. So, der ist tot, aber auch den muss ich wieder in den Brustkorb klauen. Und da sind noch mehr. Ich glaube, da sind noch viel mehr. Los, Turbo! Ja, 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 das ist geil. So, den treffen wir irgendwie nicht. Ja, aber das ist super. Ich sehe schon, die setzen sich wieder zusammen. Ich muss schnell machen mit den Brustkörben. So, ist da wieder einer? Nee. Sieht gut aus. So, jetzt müsste ich natürlich noch wissen, wie wir da wieder zurückkommen. Ich weiß es aktuell gar nicht. Schon wieder so lange her, die letzte Folge. Ich habe irgendwie in den letzten Tagen ein bisschen nachgelassen hier beim Spielen. Boah. Den haben wir doch den Brustkorb geklaut. Den stecke ich jetzt auch nochmal ein. Wenn ich ihn dann finde, da sehe ich einen Dicer. Das war das falsche Teil. Das war ein Arm, den will ich nicht haben. Nein, hör auf hier. Ja, leck mich am Arsch. Dann renne ich weg. Wir sind da hinten eh falsch. Wir müssen woanders zum Ausgang hin. Hallo? Mir fällt gerade was auf. Ich habe wieder aus Versehen mein Schwert aus der Hand gelegt. Ich bin so ein Idiot. Warte mal, dann klicke ich mal hier das an. Na klasse, das habe ich irgendwo mein Schwert hingeschmissen. Das passiert bei Ultima Ascension ständig, dass du aus Versehen die Sachen wegschmeißt. Da sind drei Brustkörbe, da liegt mein Schwert. Da steht mein Schwert. Okay, dann nehmen wir das nochmal. Ja, und zack, da war es schon wieder. Da habe ich einen Teil der Rüstung ausgezogen. Das Skelett da hinten sieht mich nicht. So, okay. Beziehungsweise... Da sind auch noch meine Ärmel am Boden. Alter Schwede. Sieht fast so aus, als wenn hier für die Schulter... Nee, für die Schulter, das habe ich an. Ei, ei, ei. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt aus Versehen was weggeschmissen habe, ey. Das passiert hier bei Ultima Ascension, wie gesagt, ständig. Weil du willst ja irgendwelche Sachen aufheben oder weglegen. Und dann kommst du aus Versehen auf deine Rüstung und schon hast du die Rüstung ausgezogen. So habe ich übrigens schon mal eine Folge versaut. Allerdings schon länger her. Da bin ich dann rumgerannt ohne Rüstung und habe es erst am Ende von der Folge gesehen. Und da dachte ich mir, ey, das kannst du so nicht rennen lassen, ey. Das ist so peinlich. Dann muss ich die Folge nochmal neu aufnehmen. Aber gut, okay. Warte mal, da ist doch das Förderband. Wir sind doch da hergekommen. Ich bin mir fast sicher, aber wir kommen da nicht hoch. Jetzt haben wir das Zahnrad und kommen da nicht hoch. Aber da hinten wird es wahrscheinlich hochgehen. Komm, wir gehen nochmal da hinten hin. Ah ja, hier wahrscheinlich, ne? Oder auch nicht. Da oben ist es auch versperrt. Ja, super. Wie kommen wir jetzt zurück, ey? Jetzt kann ich zwar hier drauf... Ach, guck mal, da sind ja alles voll
Jede Menge Skelette hier. Und ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt, fällt mir dabei ein. Da geht's weiter runter. Ich weiß jetzt nicht, wo die Skelette hinrennen. Ich renne jetzt einfach mal hier weiter. In der Hoffnung, dass es da doch irgendwie weitergeht. Aber hier ist versperrt. Ja, da kommen wir noch nicht drüber, oder? Kommen wir da drüber? Ich will mal versuchen, da drüber zu springen. Ja, geht doch. Weiter, weiter, weiter. Sehr schön. Und damit sind wir wieder am Ausgang. Zumindest kommen wir da gleich hin. Genau, wir sind jetzt wieder in dieser, ich sag jetzt einfach mal, Haupthalle dazu. Da müssen wir mal gucken, wo ich hergekommen bin. Einmal noch eine kurze Heilung vorher. Ja, mit dem Schwert reinstechen, das bringt nichts. So. Und damit sind wir wieder ganz gesund und ich werde direkt mal abspeichern hier. 120 war der letzte, dann werden wir das hier mal überschreiben, beziehungsweise nicht überschreiben, sondern 121 nennen. Okay. So, das war der Eingang. Wundert mich übrigens, dass hier keine Skelette sind aktuell. Und hier geht's hoch. Ich zieh mal mein Schwert gerade. Zwei Stück. Haha. Take that. Ach nee, das geht aber immer wahnsinnig schnell hier. Was soll denn das? Habt ihr gesehen, wie schnell das geht? So, jetzt leckt mich. Jetzt renne ich einfach weg. Die stehen sowieso wieder da, wenn ich später wieder hinkomme. Und wir sollten uns jetzt nochmal eine Bedienungsanleitung durchlesen, wie man das Zahnrad repariert, beziehungsweise den Mechanismus mit dem Zahnrad. Da war nämlich irgendwas mit Wasser ablassen und so weiter. So, willkommen zurück. Das Buch liegt hier und hier scheint es auch ruhig zu sein. Okay, gut. Lesen wir nochmal gerade das Buch. Abhandlung über den komplizierten Mechanismus von Schachtaufzügen. So, neues Zahnrad ausfindig machen. Wasser abdrehen, neues Zahnrad einbauen, Wasser wieder aufdrehen. Zug sollte funktionieren. Okay. So, sehr schön. Ich höre da aber, glaube ich, Skelette irgendwo. Oder ein Skelett. Nö, ich sehe nichts. So, Wasser abstellen. Und damit ist das Wasser auch tatsächlich aus. So, das Zahnrad wird wahrscheinlich hier hinkommen. Oh, man hört ein seltsames Geräusch. Jetzt gehe ich mal in meine Tasche. Vielleicht müssen wir das per Drag and Drop draufsetzen. Das kann sein. Das war, wo war es denn? Ich glaube hier unten, ne? Genau. Ah, ja. Und damit wäre das befestigt und wir drehen das Wasser wieder auf. So, und damit dreht sich auch oder bewegt sich dieser Fahrstuhl und wir können wieder runtergehen zu den zwei Skeletten vorbei. An den zwei Skeletten vorbei, die da wahrscheinlich beide wieder aktuell rumhüpfen. Ich zieh schon mal mein Schwert. So. Momentan ist es noch ruhig. Aber ich glaube, nach dieser Kurve kommen sie jetzt wieder. Genau. Läuft da hinten rum, hat mich noch nicht gesehen. Ich renne jetzt einfach mal runter, vielleicht sieht er mich ja nicht. Doch, er hat sein Schwert gezogen. Dieses Scheiß-Skelett. Ich weiß nicht, ob das jetzt da oben geblieben ist, keine Ahnung. Wir gehen mal weiter. Es war das, glaube ich, hier, dieser Raum in dem Fahrstuhl. So, oder ging es da nach unten? Ich weiß nicht mehr genau. Aber ich glaube, es ist gut. Jawohl. So, jetzt haben wir hier den Fahrstuhl. Wir haben hier den, ja, die verschiedenen Ebenen, schätze ich mal. Ich frage mich nur immer noch, für was dieser Knopf hier ist. Ich werde jetzt einfach mal speichern. So. Jetzt können wir es ja überschreiben.
Beziehungsweise ich will jetzt mal diesen Knopf drücken. Aber da passiert nichts. So, ich springe mal in den Fahrstuhl rein. Dann drücken wir vom Fahrstuhl aus den Knopf hier. Und der Fahrstuhl bewegt sich. Wer hätte es gedacht? So, und damit sind wir in der nächsten Ebene angekommen. So, schnell den Brustkorb geklaut. Und ich habe schon wieder das Schwert einfach weggezogen. Habt ihr das eben gerade gesehen? Okay, jetzt müssen wir erstmal Ruhe haben vor dem Skelett. Man sieht hier an dem Schalter, wir sind jetzt hier in der zweiten Ebene. U1 sozusagen. Dieser Gegenstand ist verschlossen. Ja, aber wie gesagt, ich weiß gar nicht warum. Vielleicht ist es der Hauptschalter und es funktioniert gar nicht, wenn ich den Fahrstuhl hier weiter runter schicke. Aha, da geht nichts. Verstehe. Vielleicht ist das das, was ich mir gerade denke, dass du in jeder Ebene praktisch einen Schlüssel finden musst, um den Fahrstuhl zu aktivieren und dann letztendlich in die letzte Ebene, in die unterste Ebene zu kommen. Das wäre eine Idee, ne? Komm, wir gehen jetzt erstmal hier das systematisch abschauen. Absuchen. Hier hinter dem Fahrstuhl ist nämlich nichts. Und hätte ich nicht geschaut, hätte ich es nicht gewusst. So, und jetzt gehen wir mal da raus. Mal gucken, was uns da alles Schönes erwartet. Ich hoffe vor allen Dingen wieder ein schönes Heilwasser. Ja, erstmal eine große Halle. Ich sage immer Halle dazu. Ist ja eigentlich eine Höhle. Na komm. Take that. Ja, der Avatar lebt wirklich noch in den 90ern. So. Brustkorb wäre wieder geklaut. Da ist ein verschütteter Stollen. Keine Ahnung, was wir hier machen können. Eine Laterne. Ein geheimer Gang. Also ich weiß nicht, ob er geheim ist, aber auf jeden Fall ist da ein Gang. Und hier geht die Schiene weiter. Und das sieht fast so aus, als würde uns dieser Wagen, der da oben steht, umhauen, wenn wir da jetzt hochlaufen. Aber ich gehe jetzt erstmal in diesen Gang rein. Holy crap, was war das? Was ist denn hier los? Scheiße. Das sieht so ein bisschen aus, als würde da der Boden voller Gift sein. Also so ein... Ich weiß nicht, du. Also ein bisschen Angst davor hier. Da stehen zwei Skelette, die haben ich aber irgendwie noch nicht gesehen. Er wird schon gleich angerannt kommen. Na komm. So, schnell klauen. Und am besten ohne, dass ich mein Schwert wieder ausziehe. Ich sehe jetzt leider keinen Brustkorb. Jetzt habe ich hier schon wieder einen Teil meiner Rüstung ausgezogen. Das ist der Brustkorb. Wo ist mein Schwert? Ach, das habe ich da mittlerweile wieder hingestellt. Haha, super. So, okay. Ich sehe da aber, wenn ich ehrlich bin, gar nicht so wirklich, wo es weitergeht. Da hinten gibt es nichts mehr, oder? Doch, da vielleicht? Nee, keine Ahnung. Da ist doch gar nichts in dem Raum. Da liegt was, kann ich mitnehmen. Ich sehe es... Ah! Scheiße! Alter Schwede! Das für eine Scheiße hier. Holy crap.
Und hier, dieses Juwel. Ich sehe es doch genau da liegen, Mensch. Aber man kann es gar nicht anklicken. Ja, und da steht schon wieder der nächste. Das nächste Skelett. Komm, Abflug. Abflug aus diesem beschissenen Raum hier. Ich weiß noch nicht, für was der gut ist. Eventuell müssen wir da später nochmal rein, keine Ahnung. Aber ich weiß eins, ich habe jede Menge Gesundheit verloren. Und wir können uns in diesem Dungeon ja leider nicht per Heilfläschchen heilen. Wir müssen ja immer diesen blöden See finden oder einen blöden See. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, das macht mich schon so ein bisschen wahnsinnig hier. Was denn, wenn ich den da mit Schwung reinschiebe? Geht das da irgendwie? Komm, wir stecken mal die Waffe weg. Hier rumpelt es auch vom Allerfeinsten, ey. So, wir haben doch hier, wir können doch zaubern. Ja, aber irgendwie passiert da gar nicht viel. Ich wusste es. Alter, was ist da los in diesem Stockwerk hier? Das sind zwei Skelette. Na komm her, mein Freund. Und du auch? So, jetzt schnell beide Brustkörbe klauen hier. Kann ich anklicken, aber den anderen hier, das geht irgendwie nicht. Jetzt habe ich mir schon wieder mein Schwert aus der Hand genommen. Und schon wieder, ey. Keine Ahnung, geht irgendwie nicht. Ich kann es nicht anklicken gerade. Dann rennen wir einfach mal weiter. Da oben ist, glaube ich, nichts mehr. Beziehungsweise lass uns mal da reinspringen, bitte. Grün. War noch mal grün. Das andere war doch gar nicht grün, oder? Ja, das ist wahrscheinlich auch kein... Das ist wahrscheinlich nur irgendein giftiges Gas. So, was haben wir hier noch? Nichts mehr. So, da gibt es ja nur im Prinzip den Weg nach unten. Gucken wir mal schnell. Also irgendwas liegt hier du, im Argen. Ja, du, Bauer! Ich wurde aus meinem Grab gerissen und kann nicht ruhen, bis ich zurückgekehrt bin. Sei so gut und assistiere mir. Ich bin ganz verwirrt. Das Grab könnte sonst wo sein. Nimm mich mit und untersuche jedes Grab, das du siehst. Sage mir Bescheid, wenn du das meinige gefunden hast. Einverstanden. Ich helfe dir. Ja, ja, ja. Ich hebe meinen Schädel auf und fange an. Ich habe es eilig. Okay, also hier ist wirklich eine Menge faul. So, wir haben jetzt auf jeden Fall den Schädel hier eingesteckt. Und wir sollen jetzt irgendwelche Gräber untersuchen. Und der Schädel wird sich dann melden, wenn wir beim richtigen Grab sind. So habe ich das zumindest gerade verstanden. Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich bisher noch keine Gräber entdeckt hier. Ach, guck mal, da ist die Säule. Da ist die Säule. Und da vorne steht auch irgendjemand, ein Zombie. Diesmal kein Skelett, sondern ein Zombie. Aber hier geht es auch gar nicht weiter. Hm. Müssen wir mal versuchen, wie wir in die Säule reinkommen. Das ist nicht ganz so klar. Irgendwo ist wahrscheinlich wieder ein Eingang. Und den werden wir suchen, und zwar in der nächsten Folge. Eine sehr, sehr interessante Folge heute. Ich sollte auf jeden Fall auch wieder Gesundheit finden, denn ich sehe gerade, ich bin so ziemlich im Eimer.
Aber gut, wird schon klappen. Wir sehen uns. Mach's gut, bis dann.